Ja, das war's schon von mir und dann übergebe ich an dich, Anna. Ja, ich begrüße euch zum heutigen Webinar zum Thema Verantwortung für die eigene Leistung übernehmen, Anregung und Impulse für Trainer und Spieler. Und mich würde natürlich am Anfang jetzt erstmal interessieren, was ist denn so eure Motivation, hier an dem Webinar teilzunehmen? Seid ihr eher aus Spielerperspektive da oder eher aus Trainerperspektive oder vielleicht beiden? Schreibt es gerne mal in den Chat, dass ich da so ein bisschen eine Rückmeldung bekomme, worauf ich vielleicht auch ein bisschen fokussierter eingehen kann. Genau. So, der ersten beides, ja. Okay. Trainer, Trainer. Primärtrainer, alles klar. Also schon vor allem aus Trainerperspektive, wenn ich das richtig sehe. Sehr schön. Ja, dann lasst uns anfangen. Ja, wer von euch kennt solche Aussprüche von Spielern, von Mannschaftskameraden, von euch selbst vielleicht auch? Ich habe verloren, weil die Tische waren schlecht, der Trainer ist doof, das Licht war scheiße. Trainer ist doof, natürlich nicht bei euch, aber sonst, genau. Kennt ihr das? Oder lieber, Läge waren schlecht, mein Schläger ging dieses Mal nicht so gut, wie auch immer. Und was fällt euch vielleicht noch sonst so für Aussprüche ein? Schreibt das auch gerne mal in den Chat. Was sind so Ausreden, die man immer mal bringen könnte? Denn seien wir mal ehrlich, es sind in den meisten Fällen wirklich Ausreden. Habt ihr da irgendwie Erfahrungen gemacht, woran es so liegen könnte, dass... mein Schläger hat seine Tage, finde ich sehr, sehr kreativ. Der Gegner spielt dauernd Netzbälle. Ich war gar nicht da. Rutschiger Hallenboden, genau. Ja. Ganz viele Dinge können da kommen und vor allem, es gibt auch immer so ein paar Personen, auf die wird das, oder Berufsgruppen, auf die werden gerne Dinge wie so ein bisschen abgeschoben. Beispielsweise auch im normalen Leben Politiker, Trainer, Lehrer. Der Lehrer ist nicht toll, deshalb läuft es nicht so. Und so spaßig, wie ich das jetzt erzähle, ist es eigentlich ein relativ ernstes Thema. Es wird sozusagen Verantwortung abgegeben und das auch nicht einfach so, sondern oft ist es so, dass wenn wir wirklich Verantwortung für uns übernehmen, dann übernehmen wir natürlich Verantwortung für unsere Erfolge. Und wenn wir einen Erfolg dann haben, dann wird unser Selbstwertgefühl natürlich auch gesteigert, jedoch auch für unsere Misserfolge. Das heißt, wir müssen auch für diese vor uns und vor anderen gerade stehen. Und dann kann es natürlich auch dazu kommen, dass durch einen Misserfolg unser Selbstwertgefühl auch zunichte gemacht wird. Und genau darum geht es im heutigen Webinar. Das heißt, wie können wir es schaffen, die Spieler sozusagen mit Eigenverantwortung zu füttern, aber gleichzeitig auch, dass ihr Selbstwertgefühl weiterhin da ist, beziehungsweise natürlich auch irgendwie angehoben wird. Ja. Dann jetzt erstmal ein paar Worte zu mir. Ja. Mein Name ist Anna-Marie Helbig. Ich habe sehr spät mit Tischtennis angefangen. Ich habe erst mit 11 Jahren angefangen. Das ist für jemanden, der das als Leistungssportler machen will, relativ spät. Zumindest haben mir das immer alle gesagt, dass das zu spät ist, um wirklich nochmal erfolgreich zu werden. 6 Jahre später war ich irgendwann deutsche Meisterin im Mädchendoppel, was sozusagen eigentlich niemand geglaubt hätte. Natürlich auch mit einer sehr, sehr guten Partnerin und trotzdem... habe ich da, glaube ich, auch meine Leistung dazu beigetragen. Das heißt, und in der gleichen Saison sind wir in die zweite Liga aufgestiegen. Und ich habe mir im Nachhinein dann die Frage gestellt, was waren denn so die Erfolgsfaktoren, warum ich das geschafft habe, das, was die anderen sozusagen mehr trainieren, auch irgendwie aufzuholen, obwohl ich in der Woche nur 2 bis
viermal sozusagen trainiert habe und trotzdem mit den anderen mithalten konnten. Und ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht sonderlich talentiert. Ich kann ein bisschen spielen, bin auch sehr ehrgeizig und kann da dranbleiben. Das sind auf jeden Fall gute Grundvoraussetzungen. Und trotzdem bin ich da in ein Umfeld gekommen, wo einfach viel richtig gemacht wurde, in meinen Augen. Das heißt, meine Trainer haben einen sehr, sehr guten Rahmen geboten und mir nicht nur auf fachlicher Ebene Impulse mitgegeben, sondern auch vor allem auf menschlicher Ebene. Das heißt, sie haben es geschafft, mein Selbstbewusstsein natürlich, dass mein Selbstbewusstsein auch in einem gewissen Maße ausgeprägt wurde, auch meine Kritikfähigkeit und ich natürlich auch das geschafft habe, für mich und für andere Verantwortung zu übernehmen. Genau darum, wo es heute darum geht. Das heißt, sie haben mir da einen sehr, sehr guten Rahmen geboten. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Seit dem 13., 14. Lebensjahr habe ich mich dann auch in die Halle gestellt und mit Kindern Training gemacht und das einfach weitergegeben, was ich von ihnen bekommen habe. Mittlerweile ist es so, dass ich das immer noch mache mit sehr, sehr viel Leidenschaft. Eine Tischtennisschule führe, die Tischtennisschule Tetaco, und mich auch sonst so damit beschäftige, Dinge an andere Leute weiterzugeben, besonders in dem Thema Achtsamkeit, Stressbewältigung und natürlich auch Ernährung. Genau. So viel erstmal zu mir. Und genau darauf, auf dieses Thema Verantwortung für die eigene Leistung übernehmen, werden wir jetzt genauer eingehen. Dafür lasst mich ein kleines Szenario skizzieren. Es steht 9-9 im Entscheidungssatz. Und da gibt es ja so grob zwei Spielertypen, ganz grob. Der eine, der selbstbewusst am Tisch steht, wo du in den Augen siehst, dass er diesen Satz wahrscheinlich gewinnen wird. Und der erfolgszuversichtlich ist, dass er das auch schaffen kann. Und der andere, da ist man eigentlich froh, wenn er keinen Aufschlag hat, dass er nicht gleich ein oder zwei Aufschlagfehler macht. Vielleicht kennt das der ein oder andere von euch, einen von diesen krassen skizzierten Spielertypen, die ich euch jetzt gesagt habe. Das heißt, gleiche Situation, gleicher Auslöser, andere Konsequenz. Das heißt, der eine reagiert bei 9-9 im Entscheidungssatz mit Erfolgszuversicht. Das heißt, er wird wahrscheinlich das gewinnen, aber er ist positiv eingestellt. Und der andere eher, der ist misserfolgsängstlich vielleicht und steht dann eher wie so ein Häufchen Elend am Tisch. Und das Modell, was ich anhand dessen ich das jetzt gerade erkläre, das ist, kommt aus der Verhaltenstherapie, ist von Albert Ellis, besser bekannt als das ABC-Modell, also Auslöser, dann das B und dann die Konsequenz als C. Und der entscheidende Unterschied, was bei dieser Situation und den zwei verschiedenen Spielertypen anders ist, ist das B. Das ist die Bewertung des Spielers dieser Situation. Das heißt, wenn wir es schaffen, als Trainer, dass unser Spieler so gestärkt wird, dass er Selbstvertrauen hat in der Situation und es schaffen kann, die Situation anders zu bewerten, dann wird er wahrscheinlich auch erfolgszuversichtlicher in die Situation gehen oder auch verschiedene Erfahrungen gemacht hat, dass er das schon geschafft hat. Das erstmal so skizziert, das Modell, wofür das steht. A, Auslöser, B, Bewertung, C, die Konsequenz oder das Resultat dessen. Wenn wir uns jetzt eine andere Situation skizzieren. Ich habe verloren ein Spiel. Punkt. Der eine Spieler sagt, ich habe verloren, weil ich heute nicht meine beste Leistung abgerufen habe. Das ist seine Bewertung von dem einen Spieler, Spieler A. Spieler B sagt, ich habe verloren, weil mein Trainer mir die falschen Ratschläge gegeben hat oder die falschen Tipps gegeben hat oder mein Trainer war doof. Dann sucht der eine die Schuld sozusagen bei sich
Das heißt, die Konsequenz ist auch, dass er auf die Punkte drumherum, das heißt auf die, das nächste Mal in der nächsten Situation, darauf Einfluss haben kann. Das heißt, er sucht die Schuld bei sich und er ist nicht von jemand anderem abhängig. Bei der anderen Situation, der Trainer war schuld, sozusagen, sucht er die Schuld im Außen und gibt somit auch Verantwortung ab, aber auch macht sich abhängig von dem anderen, beziehungsweise schaut dann nicht auf seine eigenen Leistungen. Und genau das ist die Frage, wie können wir das schaffen, dass die Spieler natürlich da eine gewisse, nicht sozusagen ihre Energie da rein verschwenden, die Schuld jemand anderem zu geben, sondern zu der eigenen Leistung zu stehen und eine gewisse Stärke aufzubauen, aber auch eine gewisse Kritikfähigkeit. Denn, seien wir mal ehrlich, jemand, der in den meisten Fällen die Schuld im Außen sucht, der wird wahrscheinlich, oder beziehungsweise es wird wahrscheinlich ein Schutzmechanismus sein. Ein Schutzmechanismus, dass man sonst sehr, sehr schnell ins Wanken geraten würde, wenn man zugibt, dass man selbst da in der Situation derjenige ist, der dafür Verantwortung trägt. Und das heißt, hierfür brauchen wir halt wirklich ein gewisses Selbstbewusstsein, aber auch eine gewisse Kritikfähigkeit. Und mit der Kritikfähigkeit ist das so, die wird erst mit der Zeit erlernt, beziehungsweise das, wie wir Kritik aufnehmen. Bei sehr, sehr jungen Spielern ist es oft so, dass wenn wir demjenigen eine Kritik sagen an die Leistung, er das gleichsetzt mit einer Kritik an sich selbst, an die Person, an den Wert. Das heißt, sagen wir einem Sechsjährigen, dein Vorhand-Topspin ist schlecht, dann versteht er, ich bin schlecht. Das heißt, unsere Aufgabe als Trainer darf es sein, die Leistung und den Wert desjenigen zu entkoppeln. Das heißt, dass er versteht, auch wenn ich mal eine nicht so gute Leistung bringe, ich bin trotzdem immer noch wertvoll. Und genau dafür habe ich euch jetzt die ersten Tipps mitgebracht, die ich aus meiner Erfahrung sozusagen da auch gut vertreten kann und gerne weitergebe. Für die Kritikfähigkeit, um diese zu schulen. Mach dir deine Rolle klar. Das heißt, überlege, wie lebst du das für dich? Bist du kritikfähig? Kann ein Spieler zu dir kommen und dich vielleicht auch kritisieren? Wie gehst du damit um? Das heißt, wie lebst du das bei deinen Spielern vor? Denn Vorbildwirkung hat natürlich einen enorm hohen Einfluss auf das, was unsere Schützlinge natürlich dann auch sehen. Also sie ahmen das sozusagen nach. Also um Kritikfähigkeit zu schulen, überleg dir erstmal, was ist deine Rolle und wie reagierst du da? Weil es ist relativ unauthentisch, wenn du schlecht mit Kritik umgehen kannst, der andere, du das aber natürlich von deinen Spielern irgendwie auch verlangst. Der zweite Punkt, Umgang mit Fehlern. Erstmal vorab, wenn wir uns das Wort Fehler angucken, dann, und wir drehen ein paar Buchstaben um, was kommt denn da raus? Also die gleichen Buchstaben, andere Reihenfolge. Fehler sind, und schreibt gerne mal in den Chat, was Fehler sind. Genau. Fehler sind Helfer. Wenn wir das schaffen, wirklich unseren Schützlingen mitzugeben, Fehler sind Helfer. Jeden Fehler, den wir machen, daraus können wir enorm viel ziehen. Wenn wir alles immer richtig machen, dann ist es schön und gut, aber wir lernen immer nur in unserem Horizont.
wenn wir Fehler machen, dann können wir auch über unseren Horizont hinweg sozusagen Dinge lernen. Und dann ist es natürlich auch ein ganz entscheidender Punkt, wie wir genau das kommunizieren. Das heißt, wie wir Feedback geben. Und ein Punkt, den ich Trainer nur empfehlen kann, wenn es darum geht, Feedback zu geben, natürlich klar zu differenzieren, die Leistung und den Prozess. Das heißt, ich würde immer empfehlen, vor allem prozessorientiert Feedback zu geben. An einem Beispiel, also du stehst jetzt gerade, ist es vielleicht noch, fühlst du dich relativ unsicher mit dem Vorhand-Topspin. Trotzdem, das ist schon deutlich besser als vor 3 Wochen. Und wenn du da weiterhin so dran bleibst, dann wird es sehr wahrscheinlich auch im Spiel bald klappen. Also den Prozess zu sehen und nicht zu sagen, dein Vorhand-Topspin ist gerade noch wirklich scheiße. Und zweiter Tipp, dass ihr es schafft, in dem Moment in Ich-Botschaften zu kommunizieren. Das heißt, nicht denjenigen zu sagen, du bist schlecht, wie auch immer, sondern vor allem das, was du am Samstag gespielt hast, war schlecht, sondern ich würde mich freuen oder ich habe gesehen, dass das noch nicht deine optimalen Leistungen waren. Was können wir denn da gemeinsam machen? Das heißt, wirklich von dir ausgehst und nicht demjenigen einen Vorwurf machst und das auf denjenigen beziehst. Das heißt, da steckt auch gleich noch ein zweiter Tipp mit drin. Also das eine ist Ich-Botschaften. Das andere, ob du die Leistung desjenigen kritisierst oder die Person. Du hast scheiße gespielt. Du hast schlecht gespielt. Oder deine Leistung am Sonntag war schlecht. Das eine ist ganz klar Identitätsebene. Das heißt, wir greifen denjenigen als Person an. Bei dem anderen ist es so, sein Verhalten oder seine Spielweise greifen wir an. Das heißt, es ist nicht mehr ganz so bedrohlich sozusagen. Ja, das ist die weitere Sache bei dem Feedback geben. Außerdem ist es natürlich immer wieder schön, ich weiß, der Tipp kommt oft, die sogenannte Sandwich-Taktik zu verwenden. Das heißt, dass wir nicht nur kritisieren, sondern auch eine gute Sache suchen, eine nicht so gute Sache und dann wieder eine gute Sache. Das darf sich authentisch anfühlen. Was ich richtig gut fand, dass du am Samstag deinen Teamkameraden so gut unterstützt hast, wo du, glaube ich, noch wachsen kannst, was ich mir wünschen würde, ist, dass du besonders in den entscheidenden Situationen noch positiver bleibst. Das heißt, dich noch ein bisschen mehr pushst und dich selbst mit auch aufbaust. Und trotzdem sehe ich, dass du schon auf einem richtig guten Weg bist. Das heißt, das Positive sagen, dann was verbesserungswürdig ist und dann wieder am Ende wieder was Positives, sozusagen die Kritik eingebettet in den Sandwich. Das muss nicht immer helfen, kann man aber mal ausprobieren. Es sollte auf jeden Fall authentisch sein. Das heißt, wenn ihr da irgendwie irgendeine lächerliche sozusagen positive Sachen suchen müsst, dann auch alles okay. Dann lasst es lieber weg sozusagen. Aber versucht da auch sozusagen nicht nur den Blick auf das zu richten, was negativ ist, sondern auch das, was der Spieler schon richtig gut macht. Genau. Ja, das sind diese Punkte, um Kritikfähigkeit zu schulen, die ich einfach mal als kleinen Input mit reingeben wollte. Und jetzt gehen wir wirklich daran, wenn es um Veränderungsprozesse geht. Das heißt, jemand ist da wirklich noch nicht so, er sucht die Schuld eher im Außen,
wie können wir den wieder ein bisschen einfangen oder wie kann er sich selbst vielleicht einfangen, wenn er sagt, oh, ich bemerke, das passiert mir oft und ich will das aber nicht mehr. Und der erste Schritt für eine Veränderung in dem Moment ist, sich das bewusst zu machen. Das heißt, wir haben ja ganz, ganz viele Dinge, die in unserem Unterbewusstsein permanent laufen. Und sich die Dinge aber Stück für Stück wieder ins Bewusstsein zu holen, damit wir die dann auch ändern können. Und dafür, wenn dir das so geht, das sind jetzt sozusagen die Tipps für eher die Spieler, was ihr aber vielleicht auch für euer Training mitnehmen könnt, was ihr mit Spielern machen könntet, die dementsprechend da vielleicht auch ein paar Probleme haben. Mein erster Tipp, beziehungsweise die erste Frage, das werden jetzt vor allem Fragen werden. Was bringt dir dein aktuelles Verhalten? Schreib doch einfach mal auf. Was sind so alles Vorteile, die du hast, wenn du dich so verhältst? Wenn du das immer auf andere schiebst, beispielsweise. Und dann aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben. Das ist das Erste. Und wenn du das gemacht hast, dann stell dir die Frage, soll das so bleiben? Weil wir gehen oft davon aus, weil wir sagen, da soll sich was ändern, dass das auch bei dem anderen so sein sollte. Es gibt einen sehr, sehr guten Psychotherapeuten, Gunter Schmidt heißt der, der sagt, naja, wenn die Leute zu mir kommen und ich sie frage, wie geht es dir? Und sie sagen, schlecht. Dann ist meine erste Frage immer, soll denn das so bleiben oder willst du was ändern? Weil, wenn das so bleiben soll, von demjenigen aus und nur wir sagen, dass er was ändern sollte, dann wird es höchstwahrscheinlich scheitern, weil das natürlich nicht aus seiner Motivation heraus entspringt. Also, zweite Frage, soll es so bleiben? Wenn nein, was willst du denn? Wie soll dein Verhalten aussehen? Ganz konkret. Versuch es dir mal konkret vorzustellen. Versuch dir eine Situation vorzustellen, in der du dich aktuell so verhältst, wie du es eigentlich nicht haben willst. Und dann versuch diese Situation zu ersetzen, wie sie sein sollte. Wie bist du? Wie sind dann vielleicht andere zu dir? Wie sind deine Gefühle dabei? Wie sind deine Gedanken dabei? Wie verhältst du dich? Was sind die Konsequenzen daraus? Das ist nämlich auch die nächste Frage. Was bringt dir diese Veränderung? Schreib dir alles das auf. Schreib dir auf, was bringt es dir, was bringt es dir noch, was bringt es dir noch, was bringt es dir noch. Und es kann sogar sein, dass es dir kurzfristig so eine Veränderung erstmal nichts bringt. Dass das sozusagen dann damit zu tun hat, dass dein Selbstwertgefühl, wenn du plötzlich Verantwortung für deine Leistung übernimmst, dass das auch ein bisschen in den Keller gehen wird, weil du das ja auf dich dann plötzlich beziehst, wenn du diese Leistung nicht mehr bringst und das nicht mehr auf deinen Schläger oder auf den Tisch schieben kannst. Das heißt, kurzfristig kann es sogar sein, dass es erstmal dir nichts bringt. Aber was bringt es dir langfristig? Und versuch natürlich auch mindestens einen Punkt zu finden, was es dir kurzfristig bringt, sonst ist es auch wirklich schwer, ins Tun zu kommen. Und ein weiterer Tipp da, was bringt es dir beim Tischtennis? Natürlich, darüber reden wir jetzt. Und was bringt es dir aber auch, wenn du so aus der Situation rauszoomst und du erlangst diese Fähigkeit? Was bringt es dir für deinen Alltag? Das heißt, wie kannst du das für deinen Alltag übertragen? In welchen Situationen würde dir genau diese Fähigkeit noch helfen? Das sind die Tipps, die ich oder auch die Prozesse, die ich mit Spielern durchlaufe, wenn sie auch in so einer Situation sind. Ein weiterer Punkt in dem Bereich ist, du kannst nur wirklich dann Verantwortung übernehmen für dich und für deine Leistung, wenn du weißt, was los ist. Das heißt, auch wirklich in dich reinspüren kannst und natürlich auch deine Bedürfnisse in dem Moment dann kennst. Und genau hierfür ist in meinen Augen Mentaltraining unfassbar gut. Unfassbar wichtig und vor allem der Aspekt des Achtsamkeitstrainings. Und dafür habe ich euch
jetzt auch eine kleine Übung mitgebracht, die ich gerne mit euch zusammen durchgehen möchte. Dafür holt euch mal bitte einen Zettel und einen Stift, den ihr jetzt brauchen werdet. Und wenn ihr den Zettel und den Stift habt, dann schreibt einfach mal Ja in den Chat. Oder macht Handheben. Das ist auch vollkommen okay. Super. Alle Zettel und Stift. Sehr gut. Vielleicht habt ihr euch auch schon ein bisschen was mitgeschrieben. Ihr bekommt dann aber auch, glaube ich, im Nachhinein von Daniel noch die Folien, wenn ihr das wollt. Und ich habe euch dann auch noch ein paar Sachen fertig gemacht, die ihr im Nachhinein bekommen könnt. Genau. Ihr habt einen Zettel und einen Stift. Und malt doch mal bitte so ein Kreuz auf euren Blatt. Und an die erste Linie, an den ersten Strahl, da stelle ich euch jetzt eine Frage. Und diese Frage ist, was denke ich gerade? Und die Antworten auf die Frage schreibt ihr mal an das Ende des Kreuzes sozusagen. Antworten einfach in Stichpunkten. Das, was euch jetzt in den Kopf kommt, schreibt ihr einfach mal hin, was denke ich gerade? Interessant, langweilig, finde ich gut, was auch immer. An den nächsten Strahlen. Das reicht auch schon, also muss gar nicht lang sein, sondern einfach wirklich nur so die ersten Impulse sein. An den nächsten Strahl schreibt ihr, was fühle ich gerade? Das heißt, versucht wirklich mal an euch zu spüren, bin ich gerade eher müde, bin ich aktiv, bin ich aufgeweckt, wissbegierig, wie ist mein Gefühl? Eher positiv, motiviert, ja. Genau, und das wieder in Stichpunkten an diesen einen Strahl schreiben. Sehr gut. An den dritten Strahl die Antwort auf folgende Frage, was tue ich gerade, was mache ich gerade, wie ist meine Tätigkeit? Und das auch wieder die Antworten daran schreiben. Und an den vierten Strahl meine Bedürfnisse. Was brauche ich? Wonach sehne ich mich gerade? Was würde mir vielleicht auch gerade helfen, dass es mir gut geht? Dass, ja. Was ist so mein inneres Bedürfnis? Was ist mein Gefühl? Und da schreibt ihr auch die Dinge daran. Alles, was euch einfällt. Ja. Und das war es auch schon. 2 bis 3 Minuten waren das jetzt. Und wir haben uns jetzt dem gewidmet, wie geht es uns? Das heißt, dass wir wirklich spüren oder versuchen zu spüren, was ist in uns und was bewegt uns. Und diese kleine Übung, diese kleine Achtsamkeitsübung, das Achtsamkeitskreuz, wie ich es nenne, das ist kein Zaubermittel. Das heißt, es wird nicht heißen, dass ich dadurch plötzlich in jeder Situation verstehe, was sind meine Gedanken, meine Gefühle, meine Titel, also was mache ich gerade, was sind meine Bedürfnisse und dann plötzlich deutlich mehr Verantwortung übernehmen kann. Aber das sind die ersten Schritte, in Kontakt mit mir selbst zu kommen und dadurch auch zu wissen, was will ich, was brauche ich und somit auch deutlich besser Verantwortung für mich selbst übernehmen kann und mich auch anderen gegenüber deutlich selbstbewusster positionieren kann. Das heißt, wenn ich es schaffe, wirklich an meiner Achtsamkeit mit mir selbst zu arbeiten und an meinem Selbstwert in dem Moment auch, beziehungsweise meinem Selbstbewusstsein. Ich werde meiner selbst bewusst. Und genau das haben wir jetzt gerade gemacht. Ihr seid euch eurer selbst bewusst geworden. Und oder ein bisschen besser bewusst geworden. So, ne? Und das ist was ich als sehr, sehr sinnvoll erachte, das auch immer mal zu machen. Nicht unbedingt nur im Tischtennis-Kontext, aber auch drumherum immer mal zu trainieren, damit man das vielleicht dann auch in einer Spielsituation anwenden kann und sich da mal kurz durchscannt und sich dem bewusst wird, was da unterbewusst abläuft und somit auch
dann wieder Einfluss darauf nehmen kann. Weil wenn es einfach nur im Unterbewusstsein abläuft, dann können wir darauf halt schwierig Einfluss nehmen. Und das ein Weg, mit mehr Achtsamkeit sich Verantwortung zu übernehmen, sich seiner selbst bewusst zu werden. Eigenverantwortung im Training. Das, was ich unfassbar gerne in meinen Trainings mache und meine Trainer auch sehr, sehr viel mit mir gemacht haben. Da habe ich jetzt einfach ein paar Impulse mitgebracht, werde euch die vorstellen. Wie können wir es schaffen, Eigenverantwortung schon ins Training zu integrieren? Weil genau da fängt es an. Wenn wir einen Spieler haben wollen, der bei 9-9 selbstbewusst an den Tisch geht, dann darf er das im Training sozusagen auch erfahren, dass er da ein gewisses Vertrauen hat und eine gewisse Verantwortung. Und wie können wir es schaffen, im Training den Spielern Verantwortung schon zu geben? Da könnt ihr gerne selbst nochmal überlegen und das dann am Ende ergänzen. Ich bringe jetzt einfach ein paar kleine Impulse von mir. Ja, was ich immer toll finde, wenn es eine gewisse Zeit im Training gibt, wo die Spieler Wahlmöglichkeiten haben. Besonders dann, wenn das Training sehr gut organisiert ist und strukturiert ist, dann ist es ja so, dass oft Übungen und Übungen angesagt werden. Und dass viel von dem Trainer kommt, das finde ich auch super toll, ne? Das jetzt einfach mal vorneweg gesagt, das ist einfach eine kleine Option, wie man das nochmal modifizieren kann und Verantwortung ins Training reinbringen kann. Das heißt, dass die Trainer, die Spieler die Wahlmöglichkeit haben. Will ich beispielsweise jetzt gerade eine Übung spielen? Will ich einen Wettkampf spielen? Will ich aber vielleicht auch Kondi-Training machen und da ihnen gewisse Möglichkeiten bietet? Oder ist es jetzt eher an der Reihe für mich, auch vor einem Wettkampf, fühle ich mich da eher wohl, wenn ich nochmal viele Bälle auf Unterschnitt ziehe? Fühle ich mich eher wohl, wenn ich viele Bälle am Stück spiele? Aber da auf denjenigen einzugehen und ihm da auch die Wahl zu lassen. Die zweite Möglichkeit, ähnliche Richtung, eigene Übung spielen lassen. Das heißt, immer mal auch keine Übung für alle vorgeben, sondern dass jeder Spieler individuelle Übung spielen kann und diese Freiheit hat und somit ja auch schon über sein Spiel nachdenkt und Eigenverantwortung für sich und seine Leistung übernimmt. Ja, eines meiner, was heißt liebsten Sachen, aber was ich sehr, sehr gerne im Training mache und auch für sehr sinnvoll erachte, zum einen Reflexionsrunden, das heißt, sich vor dem Training, aber auch nach dem Training kurz zusammenzusetzen und dass jeder individuell das macht, aber auch manchmal in der Gruppe sich austauscht, was nehme ich mir heute vor? Und dann am Ende des Trainings natürlich, was war gut, was war vielleicht verbesserungswürdig, worauf will ich im nächsten Training achten? Weil ich merke, dass es sonst oft so ist, dass Spieler natürlich in die Halle gehen und ihren Kopf in der Ecke ablegen und dann halt nicht so fokussiert sind. Und das ist auch ganz normal. Oft haben sie einen stressigen Tag gehabt, alles sowas, aber dass sie in dieser kleinen Runde am Anfang zusammenkommen können, dann nochmal sich fokussieren und dann über das Training vielleicht auch ein bisschen zielorientierter zu trainieren. Oder nicht nur das in Reflexionsrunden zu machen, sondern auch sich ein kleines Trainingstagebuch anzulegen. Das heißt, dass jeder Spieler sein Trainingstagebuch hat, in dem er seine Ziele notiert, was will er heute machen und dann natürlich im Nachhinein auch schaut, wie hat das so funktioniert. Ja. Dann Wettkampfanalyse. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache und ich weiß, das ist eine Heidenarbeit. Deshalb mache ich das gerne so mit meinen Spielern, dass sie die Wettkampfanalyse selbst machen dürfen. Nein, ich mache die Wettkampfanalyse natürlich auch. Aber es ist so, dass der Spieler sich hinsetzt und das gleiche Video anguckt und ich mir das zu Hause angucke und ich ihm dann ein paar Zettel zum Beispiel zurechtmache und er dann gewisse Dinge auszählt. Das heißt, dass er sich bewusst sein Spiel nochmal anschaut und somit selbst schon auf einer objektiven Ebene Dinge herausfiltern kann
und wir dann im Nachhinein darüber sprechen und gewisse Ziele dann erarbeiten, was dann im Training weiterhin gemacht wird. Gemeinsame Ziele und Visionen definieren geht in eine ähnliche Richtung. Dafür habe ich mit einem sehr guten Kollege von mir auch ein kleines E-Book geschrieben. Das heißt, wo es wirklich darum geht, wie kann ich Schritt für Schritt gemeinsame Ziele definieren, auch Visionen aufbauen, die auch groß machen, kleine Teilziele aufbauen, beziehungsweise ein großes Ziel, das dann in Teilziele unterteilen und dann auch eine große Vision von dem, wo ich denn hin möchte. Ich persönlich als Spielerin hatte auch das Glück, ich habe damals mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet, der ein Buch über Mentaltraining im Tischtennis schreiben wollte und der mit mir eine unfassbar geile Methode gemacht hat. Wir sollten, damals war ich 14, da sollte ich meine Abschiedsrede vom Tischtennis sozusagen schreiben, aus der Sicht des Vereinspräsidenten. Und dann saß ich da und habe meine Abschiedsrede geschrieben und am Ende war es so, dass wir Schritt für Schritt herausfiltern sollten, wie uns sozusagen jemand anders beschreibt und wie wir dann sind. Das heißt, aus dieser Rede wurde irgendwann dann herausgefiltert, ich bin ein sehr positiver Mensch, ich stecke andere Menschen damit an, nach Niederlagen schaue ich schnell wieder auf das nächste Spiel und freue mich darauf. Und mein deutscher Meistertitel und mein Aufstieg mit der Mannschaft in die zweite Bundesliga motivieren mich. Das stand dann auf diesem Zettel drauf, aus meiner Abschiedsrede sozusagen rausgefiltert. Und das habe ich mir irgendwo hingehangen. Wie gesagt, ich war damals 14 und 3 Jahre später war das dann auch der Fall, dass genau diese Dinge jetzt schon eingetreten waren. Und ich das immer wieder mir vor Augen geführt habe. Das heißt, das ist auch eine ganz, ganz tolle Sache, die ich euch dann auch im Nachhinein einmal zuschicken kann, die Abschlussrede. Und wer an dem E-Book interessiert ist, kann mir dann auch einfach gerne schreiben. Am Ende werde ich noch die E-Mail-Adresse einblenden. Genau, info@tetaco.de. Ja, aber dieses gemeinsam Ziele und Visionen definieren in meinen Augen eine sehr, sehr gute Sache. Das der Spieler an sich, der Spieler mit dem Trainer, aber auch vielleicht als Trainingsgruppe zusammen. Insgesamt Feedback-Gespräche führen. Feedback-Gespräche führen, wo die Spieler sich selbst einschätzen können und vielleicht aber auch mich als Trainer, euch als Trainer einschätzen können und aber natürlich auch ihre eigene Leistung. Das heißt, dass nicht ich immer nur als Trainer auch die Verantwortung habe, denjenigen beurteilen zu müssen, sondern dass der Spieler sich selbst auch einfach mal einschätzt, wie sieht es denn aktuell aus, wie ist der Leistungsstand, was war gut, woran will ich gerne noch arbeiten, wie sehe ich das so mit der mentalen Einstellung im Spiel und so weiter. Aber da der Spieler auch sozusagen als mündiger Spieler betrachtet wird und mit mir als Trainer sogar auf eine gewisse Ebene gestellt wird und wir davon auf einer Ebene miteinander sprechen. Ja. Das mache ich sehr gerne mit den Spielern, die halt eher so, was heißt Meckerspieler sind, aber wo da auch immer mal was raus muss. Also die auch so, eigentlich so die typischen, die sagen, oh, das ist hier, die Halle war scheiße, das Licht war scheiße und so weiter. Die dürfen das machen, eine gewisse Zeit lang. Das heißt, sie haben sozusagen eine Auskotzminute, da können sie mal alles rauslassen und können auch mal ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Und dann reicht es aber auch wieder. Das heißt, da gewisse Grenzen auch setzen, aber dem Bedürfnis und dem Gefühl auch diesen freien Lauf lassen. Genau. Ja, das sind erstmal meine ein paar Anregungen, ein paar Ideen, die ich da habe. Und jetzt wäre ich natürlich gespannt, ob ihr da irgendwie noch Möglichkeiten seht oder Ideen habt. Wie kann man Eigenverantwortung mit Spielern trainieren oder auch in das Training integrieren?
Schreibt da gerne mal was im Chat, wenn euch irgendwas einfällt. Oder ihr vielleicht auch schon was macht im Training. Und ja, weil ich bin mir sicher, dass ihr da unfassbar viel Erfahrung auch in dem Bereich mitbringen werdet. Und ich weiß natürlich auch, dass das auch immer mal ein heikles Thema ist, was ich jetzt anspreche, aber genau. Wenn ihr Ideen habt, dann schreibt das gerne in den Chat. Was natürlich auch eine Möglichkeit ist, Spielern auch Patenkinder schon zu geben. Da ist es dann nicht so viel Eigenverantwortung, aber insgesamt Verantwortung übernehmen. Und dafür müssen sie natürlich auch schon eine gewisse Eigenverantwortung haben. Oder auch Teile des Trainings. Das heißt, dass sie nicht nur die Erwärmung mal machen, sondern auch mal vor der Gruppe sich eine Übung ausdenken können, die sie dann spielen. Ja, hier Daniel schreibt hier, dass die Kinder sich gegenseitig die Technik verbessern lassen. Perfekt, richtig gut. Das heißt, ihnen die Kompetenz auch zugesprochen wird, dann ist es ja schon die Eigenkompetenz, sozusagen, wenn ich fremd jemand anderen Verantwortung für jemand anderen übernehmen kann, dann habe ich auch schon eine gewisse Eigenkompetenz. Und das ist natürlich toll, wenn das diese Botschaft den Kindern auch mitgegeben wird. Oder eine weitere Idee ist, Ball einmal einspielen lassen. Klar, die Möglichkeit, Kindern da auch das zu geben, die Basics zu lernen, wie die sich gegenseitig sozusagen Bälle einspielen. Eine super gute Sache. Ist auch Eigenverantwortung, dass sie zum Beispiel auch alleine in die Halle gehen können und sich da die Bälle einspielen lassen. Sich gegenseitig die Bälle einspielen. Ja. Auch immer mal ein Training, ein offenes Training anzubieten, wo einfach nur Leute, also diejenigen kommen können, die zocken wollen oder was auch immer sie dann machen in der Halle, auch wenn sie auf der Bank sitzen, aber dass das vollkommen okay ist. Aber da so offene Zeiträume, wenn das vielleicht sonst sehr strukturiert ist, so wie das halt in deinem Verein dann organisiert ist. Ja, genau. Wenn sonst noch was kommt, schreib es gerne hin. Ansonsten waren das jetzt von mir auch erstmal die Impulse, die ich euch gerne mitgeben wollte. Das heißt, wir haben grob darüber gesprochen, wie können wir es schaffen, die Kritikfähigkeit von Spielern zu verbessern oder was können wir als Trainer da machen. Dann aber auch, wie können wir unser Selbstbewusstsein stärken und was können wir als kleine Methoden ins Training einbauen, um Eigenverantwortung zu kreieren bzw. den Raum dem zu geben. Ja, also vor allem diese drei Sachen haben wir jetzt in der letzten Dreiviertelstunde angesprochen und für mich stellt sich jetzt die Frage, habt ihr noch Fragen? Schreibt es gerne in den Chat. Pablo schreibt, Win, what's important now? Mindfulness-Übung, jetzt und hier. Ja, genau, da gewisse Dinge zu machen. Auf jeden Fall, also dieses auch geht ja in die Richtung. Win finde ich sehr, sehr schön, also sozusagen W-I-N geschrieben, natürlich, wie gewinnen. Und what's important now? Also, dass man wirklich auch Achtsamkeits- und Mindfulness-Übung in das Training integriert, auf jeden Fall. So wie das Achtsamkeitskreuz. Und dann auch immer mal kleine Impulse gibt. Ich gebe zum Beispiel am Anfang meiner Trainingslager oder Trainingstage gibt es immer einen kleinen Impuls, der nicht nur aufs Tischtennis zu sehen ist, sondern auf auch die anderen Bereiche sozusagen übertragbar ist. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass die Spieler dann auch nicht nur rausgehen und am Ende Tischtennis spielen können, sondern auch für ihr Leben was mitgenommen haben. Weil das ist einfach mein Selbstverständnis, was ich als Trainer denjenigen auch mitgeben möchte. Ja.
Habt ihr ansonsten noch Fragen? Schreibt es in den Chat. Und ich werde mal in der Zeit das Licht anmachen, damit ihr mich auch wieder seht. So. Wie fange ich einen Selbstzerstörer ein, der nach jedem verlorenen Satz sich selbst niedermacht? Es ist da in meinen Augen auch so eine Frage, was ist seine Intention? Also, es gibt auch so Spiele, also egal, ob ich, natürlich finde ich das nicht gut, gut, wenn er sich immer so klein macht, aber es gibt auch Spieler, die daraus relativ viel Energie ziehen können. Das heißt, wenn sie sich selbst klein machen, dann sind ihre Erwartungen an sie, sind sozusagen ja natürlich auch nicht so groß. Beispielsweise, ich habe auch manchmal nach Spielen, wenn ich Spiele verloren habe, bin ich zu meinem Trainer gegangen, konnte ich halt noch nicht so dazu stehen und habe dann eher mich selbst gleich mal kritisiert, damit er das dann nicht mehr macht. So, ne? Also dieses seine, die Erwartungen runterholen und an so, also sozusagen an mich ein bisschen minimieren. Und ansonsten, was kann ich mit Selbstzerstörern machen? Insgesamt an dem Selbstbild natürlich arbeiten. Wie sehe ich mich? Tritt das vielleicht auch in anderen Situationen auf? Und es gibt da einen sehr, sehr schönen, schönen Satz, den ich auch bei, besonders bei solchen Selbstzerstörungen oder Leuten, die sehr sich stark niedermachen, gerne in Anwendung bringe. Da kommen nämlich oft solche Sätze wie, ich kann das nicht, das werde ich niemals schaffen, wie auch immer. Dass wir da versuchen, über die Sprache auch gewisse Veränderungsprozesse anzuregen. Und dieser Satz, ich kann das nicht, dass wir den beispielsweise auch so ein bisschen aufweichen, indem wir ein kleines Zauberwort hinzufügen. Und dieses Zauberwort habe ich von der Schwester meiner Patentante, meines Patenkinds gelernt, wo wir irgendwann mal am Tisch zusammensaßen und sozusagen mein Patenkind zu ihrer Schwester gesagt hat, Mann, du kannst das nicht. Und die Schwester dann so reagiert hat und gesagt, ja, ich kann das noch nicht. Ich lerne das noch. Und diesen Prozess auch immer wieder Leuten vorzuführen oder Kindern vorzuführen, ich kann das noch nicht. Das verändert sehr, sehr viel an dem, wie derjenige sich vielleicht auch selbst sehen kann. Und was kann ich in der Situation an sich machen? Ich persönlich, das ist aber auch nur eine persönliche Meinung, ich würde vielleicht mit Fragen antworten. Auch dieses, wie kann ich jetzt dir helfen? Ganz klar. Besonders auf so jemanden würde ich wenig taktische Hinweise wahrscheinlich geben, weil derjenige sowieso nicht dafür offen ist. Wie kann ich dir helfen? Vielleicht auch eine Frage zu stellen, die gar nicht in die Richtung geht. Sag mal, was hast denn du gestern gegessen? Das heißt, out of context, einfach mal was komplett anderes mit reinbringen, konkret in der Spielsituation und dann natürlich im Training daran arbeiten, dass er da immer selbstbewusster auch an den Tisch gehen kann und da auch gewisse Eigenverantwortung für sich übernehmen kann. Hier ist noch eine Frage. Lässt du deine Spieler auch mal absichtlich unter schlechten Bedingungen trainieren? Ja, mache ich. Also es gibt wirklich da auch immer mal Sachen, so ein bisschen in diese Richtung differenzielles Lernen. Das heißt, dass ich auch manchmal die Spieler mit nur einem Auge trainieren lasse, mal nur auf einem Bein trainieren lasse, aber beispielsweise das mit Licht, mit weniger Licht habe ich noch nicht gemacht, wäre aber auch eine lustige Idee, fällt mir jetzt gerade so ein, aber dass sie auch
bewusst wirklich nicht unter optimalen Bedingungen trainieren, damit sie dann im Wettkampf natürlich auch toleranter anderen Einflüssen gegenüber sind und auch das Selbstbewusstsein haben. Ich kann auch dann gut spielen, wenn die Bedingungen nicht optimal sind. Weil, seien wir mal ehrlich, die Sachen, die sind in den meisten Fällen, ein bisschen Wahrheit wird vielleicht dran sein, aber in den meisten Fällen sind es Ausreden. Wenn ich das wirklich schaffe, mich nicht an der Sache aufzuhängen, sondern wieder ins Hier und Jetzt zu kommen, dann wird das auch relativ schnell vergessen sein, ob das Licht oder der Boden jetzt scheiße sind. So, ne? Und ja, ich lasse sie immer mal unter schlechten Bedingungen trainieren. Ja, habt ihr sonst noch Fragen? Ah ja, okay. Ich guck mal. FAQs. Okay, die Frage ist, welche Ideen gibt es, um die Erwartungshaltung zur Eigenverantwortlichkeit im Training zu positionieren, wenn das zurzeit noch nicht eingeführt ist? Es ist ja bequemer, andere für das Trainingssetting verantwortlich zu machen. Da muss ich sagen, würde ich genau so rangehen, dass ich Ihnen so Stück für Stück diese Sachen unterschieben würde. Das heißt, beispielsweise eine eigene Übung spielen lassen und das dann einfach mal zu gucken, wie reagieren sie darauf. Weil oft ist es so, dass, also zumindest meine Erfahrung, dass wenn wir es dann wirklich schaffen, die Verantwortung abzugeben oder die Verantwortung dem Spieler zu geben, dass die dafür auch relativ dankbar sind und dann natürlich auch Geduld haben, wenn das nicht gleich das erste Mal gelingt. Aber nicht gleich alles zu verändern, sondern sich so eine kleine Sache rauszunehmen, wäre meine Sache, von den Vorschlägen, die ich beispielsweise gebracht habe, und dann das immer mehr werden zu lassen und auch beispielsweise mit den Spielern wirklich mal zu sprechen. Also, was wünscht ihr euch denn für euer Training? Und schon die Frage kann da manchmal Wunder bewirken, wenn sie dann ja, selbst überlegen können, was wünschen wir uns und dann auch merken, dass es vielleicht gemacht wird. Also das wäre natürlich doof, wenn es in dem Falle so ist, dass du die Frage stellst, was wünschst du dir? Und auf der anderen Seite dann auf die Wünsche nicht so richtig eingegangen wird. Aber wirklich auch mit den Spielern zu sprechen, das würde ich machen. Dann immer mal so Kleinigkeiten einbauen, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Und natürlich hast du damit vollkommen recht. Es ist erstmal bequemer, andere verantwortlich zu machen. Und irgendjemand darf anfangen und das einfach mal ausprobieren. Und ich finde es natürlich toll, wenn das immer mehr Trainer machen. Und viele sehe ich natürlich auch, dass sie das schon machen. Ja, ich hoffe, auf die Frage bin ich so ein bisschen jetzt eingegangen. Danke. Gerne. Ja, eine weitere Frage. Gehört vielleicht nicht so rein, aber was mache ich mit meinem Partner beim Doppel, wenn er echt schlecht ist? Oh ja. Puh, das ist... Du hast vollkommen recht, das gehört nicht so richtig rein, aber ist ja auch, da gehört relativ viel dazu, darüber stehen zu können. Auch da ist es aber auch wieder nur meine Meinung. Ne? Da können viele verschiedene Trainer verschiedene Meinungen haben. Ich würde denjenigen in dem Moment fragen, hey du, kann ich dir gerade irgendwie helfen? Wie kann ich dich unterstützen? So.
Also das auch offen anzusprechen. Weil derjenige, wenn der schlecht spielt und dann immer schlechter ist, dann fühlt er sich ja auch nicht gut. Und das einfach mal kurz zum Thema zu machen, ihn auch da zu Wort kommen zu lassen, was kann ich gerade für dich tun? Dann sagt er vielleicht auch nichts, dann ist es auch vollkommen okay. Und weil im Endeffekt können wir nicht mehr da auch wirklich von außen machen, als für denjenigen in dem Moment da zu sein. So zumindest meine Meinung. Es kann natürlich auch manchmal sein, dass derjenige da mal einen kleinen Arschtritt braucht. Ich bin da immer nicht so Fan von. Aber ja, das ist halt von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Und eine weitere Möglichkeit ist natürlich, Martin, weil du das gefragt hast, im Vorfeld auch einfach mal deinen Doppelpartner oder denjenigen, um den es da geht, einfach mal anzusprechen. Was würdest du dir wünschen? Stell dir mal vor, einer von uns beiden spielt mal schlecht. Was würdest du dir wünschen? Wie kann ich mit der Situation umgehen? Und du ihm vielleicht auch sagen, du, wenn ich mal nicht so gut spiele, dann würde ich mir wünschen, das und das. Also da auch wieder offen zu kommunizieren und das mit demjenigen wirklich anzusprechen. Ja. Oder bei demjenigen anzusprechen. Genau. Gibt es sonst noch Fragen? Ja. Wenn ihr weitere Fragen habt, die jetzt vielleicht danach auch noch aufkommen werden oder Wünsche habt oder Anmerkung auch zu heute habt, ne, gerne schreibt die mir, kontaktiert mich, info@tetapo.de, einfach, hey Anna, das und das. Ich bin da immer gerne für bereit, mich da auch weiter auszutauschen und bin vor allem für Kritik, für Feedback sehr, sehr dankbar, wenn ihr sagt, hey, das fand ich gut, das fand ich nicht so gut. Ja, auf den verschiedensten Ebenen schreibt mir da gerne einfach eure Rückmeldung. Ansonsten. Super. Vielen Dank, Anna. Ich habe mich die ganze Zeit hier im Hintergrund habe ich dir sehr aufmerksam gelauscht, fand das super interessant. Vielen, vielen Dank dafür. Auch die Herangehensweise, ist, denke ich, interessant, da die Spieler in die Eigenverantwortung mitzunehmen. Mhm. Und dann würde ich sagen, ist das soweit eine runde Sache? Ich bedanke mich bei dir. Vielen, vielen Dank. Gerade im Chat schreiben auch einige. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank an dich, Anna. Vielen Dank an die Zuschauer. Und dann bedanke ich mich auch damit und wünsche euch noch allen einen schönen Abend und bis bald. Ciao. Macht's gut. Tschüss.